Ich zeige dir in diesem Video zwei ungewöhnliche Wege, wie du dir nur mit virtuellen Amps einen fetten Gitarrensound bauen kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Wenn es darum geht, Gitarrensound nur mit virtuellen Amps zu formen, verziehen die meisten Musikproduzenten und Gitarristen die Miene. Ich denke aber, wenn du über das nötige Know-how verfügst, ist es trotzdem möglich, einen fetten Gitarrensound nur mit virtuellen Amps zu formen. Ich zeige dir das in diesem Video an zwei Beispielen, einmal an einer Clean-Gitarre und einmal verzerren wir die Gitarre. In diesem Tutorial arbeite ich nur mit Logic's internen Plugins. Du kannst die Signalkette und die Techniken, die ich dir zeige, aber in jeder anderen DAW und mit jeder anderen virtuellen Amp-Simulation nachbauen. Jetzt geht's los, wir fangen an mit der Clean-Gitarre. Als erstes hören wir uns dieses Beispiel hier mal an. Okay, du hörst also, es ist eine clean aufgenommene Gitarre ohne Effekte. Ich habe das trockene Signal direkt eingespielt über mein Audio-Interface. Was ich jetzt als erstes mache, bevor wir zum Signal Flow kommen, bevor wir zum Routing kommen, ist, dass ich einfach einen Kompressor einsetze. Wir machen hier keine Wissenschaft draus. Ich möchte einfach, dass das Signal ein bisschen mehr Power bekommt durch eine leichte Kompression und ein bisschen gleichmäßiger wird, dass wir das sauber nachher in den Amp fahren können. Okay, jetzt haben wir ein kleines bisschen mehr Gas. Das war's jetzt schon. Und was wir jetzt machen, und damit kommen wir zum ersten Trick, ist, was die meisten machen, ist, wenn sie so einen virtuellen Amp einsetzen, ist, dass sie diesen virtuellen Amp direkt in den Kanal zugladen. Das heißt, hier ist mein trockenes Signal. Sie laden direkt irgendeinen Amp-Designer rein. In Logic heißt der Amp-Designer, in anderen DAWs anders. Und dann legen sie los. Das machen wir jetzt nicht, sondern ich mache Folgendes. Im Moment sind wir hier in Stereo Out, also das heißt, wir gehen hier in den Stereo Out mit dem Signal und was ich jetzt mache, ist einfach, ich werde überhaupt kein Out machen, also überhaupt kein Output für diesen Kanal wählen, das heißt, im Moment ist er stumm. Was ich anstatt dessen mache, ist, ich sende dieses Signal an zwei unterschiedliche Busse, nämlich Signal 1 und Signal 2. Und ich erkläre dir auch gleich, warum das Sinn macht. Ich lade jetzt hier in den ersten Aux meinen Amp rein. Und du kannst dir hier bei Logic, das haben viele andere DAWs auch, unterschiedliche Amps raussuchen. Ich nehme jetzt mal hier den Large Black Panel Combo, den benutze ich ganz gerne. Und du kannst auch unterschiedliche Mikrofone einstellen. Jetzt haben wir hier so eine Emulation von einem SM57. Ich nehme ganz gerne das Ribbon, das ist eine Emulation von einem Royer 121, das einfach fantastisch klingt auf Gitarren. Hören wir mal an, wie es jetzt klingt und ob wir am Sound noch ein bisschen was schrauben möchten. Ich mache erstmal aus und schalte dann zu. Was wir jetzt machen ist, wir kopieren ganz einfach diesen Amp auf Aux 2. Okay? Und jetzt können wir, damit es nicht zu gleich klingt, zunächst mal einfach den Combo verändern oder zum Beispiel auch den Cabinet. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen kleineren und ich kann auch jetzt das Mikrofon verändern. Einfach nur deswegen, damit der Sound nicht genau gleich ist. Ja? Ich kann hier auch an der das Mikrofon ein bisschen weiter virtuell von der Kalotte wegnehmen. Das können wir mal probieren, dass wir vielleicht ein bisschen einen dunkleren Sound bekommen. Wichtig ist, dass die Kanäle nicht zu gleich klingen. Also ich probiere mal hier etwas am Sound zu schrauben. Ich habe jetzt einfach einen anderen Cabinet genommen und ein anderes Mikrofon. Mal ohne Amps. Wunderbar. Mit dieser Herangehensweise kannst du im Prinzip eine Amp-Mikrofonierung mit zwei Mikrofonen simulieren. Darum geht es mir jetzt. Und wir hören mal die beiden unterschiedlichen Amps oder sagen wir mal beiden unterschiedlichen Mikrofone jetzt an, wie die klingen. Erstmal Amp 1 und dann Amp 2, bei dem ich den Sound jetzt leicht verändert habe. Zwei. Zusammen. Okay,
Was ich als nächstes mache, ist, dass ich diese beiden Gitarren-Amp-Kanäle jetzt auf einen neuen Bus schicke. Der nächste freie ist Bus 3 und das ist jetzt mein Gitar-Mix-Bus. Das ist eher für Mixing-Aufgaben geeignet. Ich möchte jetzt dieses Gitarrensignal insgesamt abmischen können und hier kann ich jetzt noch Effekte reinmachen, wie zum Beispiel einen Equalizer oder einen Kompressor oder was auch immer ich zum Abmischen brauche. Ich nehme ganz gerne einen Kompressor, um den Sound noch mal ein kleines bisschen zusammenzuschweißen. Ich nehme hier ganz gerne den Classic VCA. Das ist, glaube ich, eine Emulation von dem DBX 160. Der klingt richtig gut. Und ich werde das Gitarrensignal von dem einen und dem anderen Kanal jetzt jeweils ganz nach links und ganz nach rechts pannen. Und du wirst hören, wie viel klarer und wie viel sauberer der Sound durch diesen Stereo-Effekt wird. Ja, durch diese Kompression hier im Gitarrenbus, nenne ich es mal, rückt der Sound, ich meine es zumindest zu hören, so ein kleines bisschen nochmal zusammen, wird nochmal ein kleines bisschen spitzer. Jetzt kannst du natürlich hier auf diese Mixbars, und das ist das Geschickte daran, jetzt einfach noch Effekte drauflegen, die du gerne hättest auf dem Gitarrenbus. Ich nehme jetzt hier mal zum Beispiel einen Reverb, wir nehmen mal einen Spring Reverb, das passt gut zu Gitarren. Hier ein Old Vintage Reverb und das können wir jetzt ein bisschen zufahren und einfach um den Gitarren hier noch ein bisschen mehr Räumlichkeit mitzugeben. Und wie gefällt dir die Methode, das direkte Gitarrensignal zu splitten und in zwei unterschiedliche Amps aufzuteilen? Ich finde es richtig cool, weil so hast du sehr viele Möglichkeiten, den Sound zu formen und du kannst tatsächlich simulieren, einen Gitarrenamp mit zwei unterschiedlichen Mikrofonen abzunehmen. Wichtig hierbei ist aber nochmal, dass du den Ton der Amps nicht zu unterschiedlich einstellst, sonst klingt es wirklich komisch und so, als würdest du tatsächlich über zwei Gitarrenverstärker spielen. Aber das Ziel dieser Technik ist ja, dass du einen schönen, breiten Stereo-Gitarren-Sound bekommst. Machen wir weiter und verzerren die Gitarre. Wenn es darum geht, ein Gitarrensignal zu verzerren, machen es die meisten auch wieder so, dass sie hier in der Gitarre direkt in den Kanalzug gehen und dann irgendwelche Amps oder Distortion-Tretminen einsetzen. Und Logic's Tretminen hierfür sind wirklich gut. Sie haben auch alle diesen gewissen ehrlichen, dreckigen Effekt, aber ich möchte jetzt mal einen anderen Ansatz versuchen. Und zwar mag ich die Clip Distortion sehr. Nochmal zum Signal Flow. Ich setze die Clip Distortion oder das Clip Distortion Plugin von Logic jetzt hier direkt in mein Dry Signal ein, also in das trocken eingespielte Signal der Gitarre. Und da siehst du nochmal den riesen Vorteil dieses Signal Flows. Ich kann also hier das direkte Signal bearbeiten. Ich kann hier meine Amps oder Amp-Mikrofonierung bearbeiten und ich kann meinen Gitarmix hier auf Bus 3 bearbeiten. Also so hast du viel mehr Möglichkeiten, wie wenn du deinen Amp einfach nur hier direkt in den Kanalzug lädst. Ich nehme jetzt also hier die Clip Distortion her und wir fangen mal so an, dass ich hier im Mix auf 100% gehe und dann drehe ich den Drive hoch. Wir machen mal hier überhaupt kein Shelving mit den EQs und probieren, ob wir hier ein gutes Ergebnis bekommen. Ich schalte die Distortion erstmal aus und dann zu und wir gehen hier bei den Amps ein bisschen runter, damit uns das nicht gleich durch die Decke geht mit der Verzerrung. Ich kann hier den Ton ein bisschen verändern noch über diese Clip-Filter hier. Ich möchte ein bisschen dumpfer das Ganze, weil die Gitarre extrem aggressiv gerade klingt. In den Höhen. Bisschen dunkler noch insgesamt. Sehr cool, oder? Also Wahnsinn, was du mit diesem Clip Distortion Plugin hier machen kannst und für mich klingt das wirklich gut. Es klingt ehrlich, es klingt dreckig, es klingt überhaupt nicht künstlich. Du musst nur aufpassen bei dieser Verzerrung, dass du in den Höhen das nicht so aggressiv machst. Also ganz gut ist immer bei den Höhen ein bisschen zu beschneiden, auch hier bei den Shelving-Filtern. Und dann musst du hier so ein bisschen mit dem Gain rumspielen und mit dem Drive rumspielen, damit du den Verzerrungsgrad so hinbekommst, wie du ihn haben möchtest. Probieren wir das Gleiche nochmal bei einem Solo, bei einem Gitarren-Solo. Und probieren wir nochmal einen anderen Ansatz. Dazu nehme ich mal Amp 1 wieder in die Mitte
und schalte den mal solo. Ich nehme hier die Clip Distortion mal aus meinem trockenen Signalkanal hier raus. Ich nehme ein anderes Distortion Plugin und werde es direkt vor den Amp hier einsetzen. Also vor dem Amp noch von Amp 1 werde ich es einsetzen. Und wir gehen hier in Distortion und dieses ganz normale Distortion Plugin, mit dem habe ich auch rumprobiert von Logic, das funktioniert wirklich richtig gut. Was ich jetzt mache, ist, dass ich den Drive richtig hochdrehe, dass wir einen ordentlichen Verzerrungsgrad hier haben und probiere dann ein bisschen auch hier, dass es wieder nicht zu kreischig und zu heftig wird. Okay, also ich mache richtig gut Alarm und jetzt kopiere ich wieder meinen Distortion-Plugin oder dieses Distortion-Plugin hier rüber in Amp-Kanal 2 und wir werden auch jetzt wieder versuchen, einfach den Ton ein bisschen zu verändern, dass es nicht zu gleich klingt und dass ich keine Phasenprobleme bekomme auch. Kann ich alles anschalten und versuche den Ton hier noch ein bisschen zu verändern und dann gehen wir wieder in den Stereo-Effekt rüber. Ganz trockenes Signal mit Amps, mit Distortion. Was du auch hier wieder machen kannst, um mehr Räumlichkeit für dieses Solo zu erzeugen, ist zum Beispiel ein Delay einzusetzen. Ich nehme ganz gern das Tape-Delay von Logic selber, das gefällt mir ganz gut, insbesondere auf Gitarren-Solos. Ich schalte mal den Sync ab und will hier einfach selber rumprobieren, wie ich zu einer Feedback-Länge oder zu einem Ton komme, der mir gut gefällt. Wir sind hier auf Bus, den müssen wir noch festlegen, Bus 4. Und das gebe ich jetzt hier direkt in den Gitarmix rein. Und dann schauen wir mal, was sich hier noch machen lässt. Bisschen Hall dazu vielleicht auch. Also auch für fette Gitarrensoli, wir sind hier wieder im Stereo-Modus, kann dir dieser Trick hier wirklich weiterhelfen. Und überzeugt, kannst du einen Pro-Gitarrensound nur mit virtuellen Amps formen? Schreib mir mal bitte deine Meinung unten in die Kommentare. Und du hast hier auch wieder gesehen, wie wichtig die Arbeit mit dem Equalizer ist. Das ist wirklich meines Erachtens das wichtigste Soundformungs- und Mixing-Tool, das du hast. Falls du dich noch unsicher bei der Arbeit mit dem Equalizer fühlst, dann empfehle ich dir unbedingt mein PDF 6 Problemfrequenzen. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da zeige ich dir 6 Frequenzen auf, die immer wieder und sehr, sehr oft Probleme in vielen Mixen verursachen und wie du diese Probleme beheben kannst. Also unten im ersten Kommentar angepinnt, PDF kannst du dir runterladen, hat schon sehr vielen Leuten weitergeholfen. Falls du noch weitere Tipps möchtest, wie du deine Gitarre perfekt abmischen kannst, dann empfehle ich dir dieses Video. Da gebe ich dir nochmal 9 weitere wichtige Tipps. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.